Nee, ich glaube, ich trage heute den Zopf. Wo sind jetzt schon wieder die ganzen Haargummis hin? Da ist nichts, da ist auch nichts. Meine Tasche. Nee, ist auch nix. Scheiße. Ist auch nix. Dann weiß ich, was ich tun muss. Hallo. Sie haben einen Termin bei mir? Ja. Folgen Sie mir. Okay. Setzen Sie sich. Mein Name ist Flickchen. Special Agent Flickchen. Mit was für einem Problem kommen Sie zu mir? Hallo. Ja, es war so. Muss ich in die Kamera sprechen oder mit Ihnen? Sprechen Sie mit mir. Die Kamera ist nur fürs Protokoll. Okay. Also es war so, ich stand heute Morgen im Badezimmer und wollte meine Haare zu einem Zopf zusammenbinden. Und dann habe ich kein einziges Haargummi mehr gefunden. Ich habe überall gesucht. Ich war im Schlafzimmer, habe in den Schränken gesucht, dann in meiner Tasche, dann in meinen Jackentaschen. Es war alles weg. Ich habe mir gerade neue gekauft. Und ich frage mich einfach, wo sind die ganzen Haargummis hin? Wohin verschwinden sie auf einmal? Verstehen Sie, ich habe Angst. Jetzt werden Sie mal nicht hysterisch. Sie meinen ganz normale Haargummis, so wie dieses Ding hier? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Wo ist das Haargummi hin? Ich hatte das gerade noch in der Hand. Oh mein Gott. Das ist übel. Mr. President? Ja, der Notstand ist ausgebrochen. Nein, es wurde kein Anschlag verübt. Die Haargummis verschwinden. Nein, ich scherze nicht. Es ist ernst. Ich glaube, es steckt eine riesige Organisation dahinter. Eine Verschwörung. Ja. Ja, Sie haben recht. Wir müssen noch an Massenvernichtungswaffen aus Haargummis denken. Okay. Ja, Sir. Ja, ich bin gleich da, Sir. Ich muss los. Sie haben Ihrem Land einen sehr großen Dienst erwiesen. Okay. Gerne. Also Mädels und Jungs mit langen Haaren, ich habe noch ein Haargummi sichergestellt. Denkt dran, passt gut auf eure Haargummis auf. Man weiß nie, wohin sie verschwinden. Ich muss los, noch mehr Haargummis sicherstellen. Ich hoffe, wir finden noch welche.